Grüß euch und hallo zusammen. Heute ist der 27. Mai und jetzt ist es soweit. Wir fangen an mit dem Silomähen. Also natürlich mähen wir Gras, aber für Silage. So spät, glaube ich, war ich die letzten 15 oder 20 Jahre nicht mehr beim ersten Schnitt. Aber die Grasbestände sind eigentlich soweit reif, das passt. Die Obergräser fangen zwar schon an, Ähren zu schieben, Rispen zu schieben, aber das Untergras kommt erst jetzt so richtig, also von daher steckt da noch richtig gut Milch drin. Mit im Einsatz ist natürlich mein Sohn Jakob, der den 6400er nimmt, mit dem Kuhn Frontmähwerk und dem Aufbereiter. Und er wird auch eine von den Kameras mitnehmen und dann schauen wir mal, wer die schöneren Bilder zusammenbringt von uns zwei. Also im Einsatz ist der 6400er mit dem Kuhn Frontmähwerk und dem Vicon Heckaufbereiter, den ich mir im Februar oder März oder wann gekauft habe. Erster Einsatz für das Gerät. Und der 5820 mit dem alten Krone Frontmähwerk und dem Kuhn Heckmähwerk. Und der Inde hängt am Kreiselheuer. Also alles, was wir mit dem Aufbereiter mähen, wird dann natürlich nicht mehr gekreiselt, gezettet, sondern nur das, was ich mit dem 5820 mit den normalen Mähwerken mähe. Und dann werden wir mal loslegen und schauen, ob wir ein paar Hektar flachlegen können. Wir sind ja seit letztem Jahr verpflichtet, wildtierfreundlich zu mähen und die Felder nicht mehr von außen nach innen, sondern entweder von innen nach außen oder von links nach rechts, also nach zu einer Seite hin zu mähen, sodass die Tiere besser flüchten können. Das ist natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung, gerade wenn man jetzt hier, so wie ich hier, mit dem Heckmähwerk auf der rechten Seite, sprich auf der Außenseite fährt. Da muss man natürlich schon gut schätzen und hier und da bleibt auch mal was stehen oder man hat halt einfach viel Überlappung. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das sehr gut. Und ich habe angefangen, alles so zu mähen, weil man sich viele Leerfahrten und Vorgewände spart. Der Jakob ist mit dem Sechser und mit dem Frontmähwerk und Aufbereiter nach Grünwald gefahren und mäht da die Fläche. Warum im Aufbereiter? Ja, der Aufbereiter, jetzt habe ich mich vertan. Okay. Das passiert halt auch, wenn man so tierfreundlich mäht, muss ich vertut. So. Wendevorgang verpennt. Warum beim Aufbereiter nach Grünwald? Ja, es ist einfach so, dass in Grünwald, das ist ja ein Kleegras, ein Luzerne-Kleegras, der Klee blüht jetzt noch nicht, also insektenmäßig brauchen wir uns da keine Gedanken machen, dass wir da irgendwie Bienen töten. Und dann brauchen wir morgen mit dem Kreiselheuer nicht nach Grünwald fahren, sondern dann kreisen wir bloß hier am Hof rum. Sogenannten Hammerfeld beim Mähen und wir müssen ja auch immer ein bisschen, wie soll man sagen, wildtierverträglich mähen. Also wir haben die Fläche gestern schon, sind mit dem Hund einmal rundum und durchgegangen und haben hier oben Wildscheuchen aufgestellt. Da oben steht eine, da vorne steht eine, damit die Rehe auch rausgehen. Haben also gezielt beunruhigt. Man kennt ja als Landwirt seine Flächen, da wo es gefährlich ist, und das ist eine von diesen Flächen. Jetzt können wir uns das Gras einmal anschauen. Also der Grasbestand ist nicht so schlecht. Ihr seht, da kommen schon erste Gräser, wo die Rispe schieben, das Knaulgras, der Fuchsschwanz ist schon da. Aber ansonsten sieht man auch das Bodengras, also die Weidelgräser und so, das ist alles noch nicht im Rispenschieben. Von daher steckt da noch gut Milch drin. Und morgen auf Nacht, der muss nicht.
bin jetzt bei Man in Grünwald und jetzt zeige ich euch mal, warum wir jetzt mit dem Aufbereiter mähen. Ich habe jetzt hier ein paar Meter ohne Aufbereiter gemäht. Man sieht, die Schlag ist sehr schmal und aufgerichtet, relativ hoch. Und hier hinten ist der Aufbereiter dann eingesetzt worden. Die Schlag ist deutlich breiter, tiefer und die Halme wurden schon mal geknickt und trocknen so durch leichter aus. Hier. Durch den Aufbereiter sparen wir uns den weiteren Arbeitsschritt des Kreiselns. Das bedeutet, das Ganze auseinanderzuschmeißen, weil wir jetzt schon breitere Schläge haben, die besser abtrocknen. Spurführungssystem am Traktor habe und nicht mein Vater. Von dem her habe ich so gemacht, dass ich einmal durchgestochen bin und dann fahre ich sozusagen immer die Spuren entlang und arbe mich dann zurück. Und das funktioniert mit dem Spurführungssystem deutlich besser, als wenn ich das schätze. Ich möchte noch der Firma T-Jet danken, die das Spurführungssystem zur Verfügung gestellt haben und mir dadurch die Arbeit erleichtern. Der zweite Tag unserer Silliererei. Wir haben gestern gemäht, oder wir haben gestern gemäht, da haben wir ganz schön Hektar hingelegt und so wenig Zeug ist es dann gar nicht. Ja, und ich bin jetzt schon beim Spaden. Das Gras könnte ein bisschen trockener sein. Ja, aber wie es halt heuer so ist mit dem Wetter, hat gestern Abend hier in Grünwald noch ein kleines, ja, ich sage jetzt nicht Gewitter, aber so eine kleine Schauerwolke abladen müssen, hat uns quasi das gemähte und aufbereitete Gras nochmal angespritzt. Wie viel? 1-2 Liter, aber ja. Probleme haben wir halt auch schon gehabt. Der Ladewagen möchte nicht laufen. Keine Ahnung, ich habe mir hergerichtet gehabt, alles durchgecheckt, alles funktioniert, alles wunderbar, geschmiert, Luft geprüft, alles. Ja, hätten heute an meinen 6er angehängt, geht der Kratzboden nicht. War irgendein elektrisches Problem. Alle anderen Funktionen gehen, nur der Kratzboden geht nicht. Also der kriegt, so wie es ausschaut, ist es der Schalter, der sagt, wann der Ladewagen voll ist. Der, entweder der Schalter kaputt ist oder keinen Strom kriegt oder irgendwas, stimmt da nicht. Auf jeden Fall schaltet sich die Kratzboden nicht frei. Na, jetzt ist halt mein Sohn statt zum Kreiseln, ist er schnell zum Mechaniker mit dem Ladewagen. Was jetzt ist, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Nachricht gekriegt. Aber ich denke, die bringen das hin. Aber sonst ist alles organisiert. Der Radlader kommt um 6 Uhr. Und dann kommt noch mal ein Kollege mit dem großen Straubmanzilierladewagen. Der fährt dieses Feld hier aus Grünwald zu mir am Hof, weil der hat einfach, der bringt mehr Tonnage mit und hat außerdem das schnellere Fahrzeug. Da bis ich dann mit 40 da runter ursel. Das Wetter könnte auch ein bisschen besser sein, irgendwie hätte er mehr Sonne gesagt. Aber hilft jetzt nichts, wird schon.
ich bin beim Einfahren. Die anderen fahren schon eine Weile, ich helfe jetzt noch ein bisschen mit. Es wird verdammt viel Zeug. Muss mal hinterlassen. Das hätte ich nicht erwartet. Die schlagen, schaut euch mal die Schlagen an. Dadurch, dass das halt natürlich auch Zeit gehabt hat zum Wachsen, sind das echt massive Schlagen geworden. Also da ist Zeug drauf. Es kann sein, dass wir zwei Ziller aufmachen, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall kriege ich da übers Feld, weil sich der alte Deutz-Ladewagen ganz schön plagen muss. Der hat zwar nicht die Wahnsinnsschnittqualität, aber er bringt auch was weg. Ja, denn langsam wird es dunkel und ziemlich bewölkt ist es auch. Schauen wir mal. Könnte halt nach dann noch mal ein bisschen Regen geben. Silowalzen. Heute ist Tag 3 unserer Siliererei. Donnerstag gemäht. Freitag haben wir eingefahren. Bis um 12 Uhr. Seht ihr, sind ja zwei Silos voll. Das ist mal richtig schön, dass es viel Masse war. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Silos abgedeckt kriegen. Ich bin hier gerade noch ein bisschen beim Nachwalzen mit meinem kleinen Lader. Jetzt sind wir fertig. Alles abgedeckt, Siloschutz geht da drauf. Hoffentlich gut luftdicht alles zugemacht. Meine Futtersorgen sind ein Stückchen weniger geworden, weil mit so viel Silo hätte ich nicht gerechnet. Aber da bewahrheitet sich halt dann doch der Spruch, ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheun und Fass. Sind wir schon ganz froh, dass wir jetzt eine ordentliche Menge haben. So kann es weiterlaufen. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.